Servus Leute, Emerald hier. Herzlich willkommen zu Let's Play Shakes and Fidget Part 1. Auf Server 26 mit meinem Main-Account. Schwarze Legion, Abwerben zwecklos. Oh, kein Flügeltrank mehr. Scheiße war. Und Alu, wo ich heute noch gar keine gemacht. Weil ist es schon 23.16 Uhr. Dann machen wir erstmal überall eine kurze Quest rein. Das hier ist mein Server 27 Account Sigma in der Gilde All for One and One for All. Oh, wir werden durch Feuerfestung angegriffen. Nicht gut. Oh, was ist denn eine Gilde? Bitch, please. Guck mal beim Zauberladen vorbei, ob wir da was drin haben. Ja. Ist alles nicht. Nee. Nur Scheiße. Hier. Ja, das wollte ich nicht wirklich so holen. Ja. Bis dann noch von mir her. Ich bin pisse, ich will noch zum Leben. Post, verloren, verloren, gewonnen, verloren. Jetzt erwartet. Dann gehen wir ein bisschen. Und machen hier erstmal noch einen Arena-Kampf und greifen Mr. Bubbles an. Mr. Bubbles! Und das ist natürlich ein Kundenwert erwartet. Mieser Scheiß. Ich sehe in die Zukunft und sage, der Kampf ist verloren. Arusch, gewonnen! Wie ich gesagt habe, gewonnen. Und dann nehmen wir uns Questie und fangen einfach direkt mal an. Und dann mein zweiter Account, also alles gesagt, der Account von meinem Bruder auf Server 27. Den spiele ich nur ab und zu. Der ist ein riesen Fan von mir und hat sich deswegen Emerald X Proxy genannt und ist auch in der Gilde All for One und One for All. Ah, ja. Hier mal irgendeine Scheiße drunter schreiben mit Nude oder Nut, wie das heißt. Wird schon jeder anklicken. Was ich Paysafe Cards umsonst und so. Wo ist hier die Post drin? 4 Urlaub? Ah, ja. Brauchen wir alles nicht. Und jetzt werden sich wahrscheinlich einige Fragen machen, gibt wenn ich einfach einen Slash Day Fights, weil es dann immer nur die erste Seite mit dem Angriff löscht. Und dann gucken wir mal, was es hier im Waffenladen gibt. Ah, der Schlaf, der sieht useless aus. Ja, useless trifft ganz gut. Useless, useless, crap. Useless und noch mehr Crap. Warum krieg ich immer nur Scheiße im Laden? Ist und bleibt ein Rätsel. Ja. Hier haben wir natürlich auch nichts drin. Kann ich mit dem? Nee, auch nicht. Ja, können wir den auch mal reinnehmen. Damn, gerade nirgendwo Pilze. Scheiß Situation. Fucking Tiger. Dann nehmen wir erstmal die. Ich mach mir hier erstmal nach hinten. Ah, so viel Gold für Ausdauer. Die nur intelligent sagen. Scheißbüttel, okay. Eindeutig mehr Ausdauer. Hier ist auch noch Ausdauerskill. Juhu! Wir gehen mal auf die Ehrenhalle und greifen Reaper's Dead an. Gib ihm! Gib ihm! Ja, er hat ihn gegeben! 91 Ehre. Ausgezeichnet. Und das Sammeln um Hüftstund ist ziemlich low. Auf
fangen wir hier auch mal mit der an und nehmen einfach die Quest hier. Und schauen nochmal in der Gilde vorbei. Fistorstufe 40 erreicht. Gucken wir uns mal die Gilde an, die uns angreift. Durch Feuerfestung. Wie die Festung. Da hat es hier mit dem anderen gar nicht zu tun. Interessant. Da ist auf Server 26 schon wieder die Quest vorbei. Schauen wir mal schnell vorbei. Gegen die Benji Stufe 158 und ich hab Pilz gekriegt, wer jetzt erwartet. Und dann können wir eigentlich nochmal den Trago der Sims versuchen, den wir aber zu 100% nicht schaffen, wegen Tränke und so. Ja. Scheiße war. Ein Werke-Amulett des ewigen Zu nach jetzt irgendwie so ein neues Epic und ich hab's einfach so gekriegt wegen Aura 6 und so. Ja, Aura 6. Eigentlich ziemlich scheiße. Engländer. Rang 2 nur noch, eine Tragödie. Nein, aber natürlich ärgerlich. Oh. Scheiße, wa? Dann schicken wir uns hier den erstmal ein. In die Arena und gehen auf Rang 26 raus. Und greifen da Raki ein. Gib mir was. Sammelalbum. Ja! Ja, ich weiß, ziemlich schlechtes Sammelalbum. Ja, vom Kundi habe ich natürlich am meisten. Da fehlt mir aber noch einiges hier von den ganz schlauen Sachen. Ja, so kann man das sagen. Aber sonst. Oh, ja, da fehlt einiges. Oh, hier habe ich sogar alle. Ich bin stolz auf mich sein. Wäre es die Möglichkeit? Ne, das rosa Plüschhasenkostüm, das ist ja aus der Toilette, das zählt nicht. Sonst haben wir hier eigentlich, fehlt ja auch noch ein Epic-Hut. Sonst haben wir hier eigentlich fast alles. Noch eins, ja, ist wahrscheinlich ein 200er Epic. Brauchen Sie es auch nicht großartig interessieren. Den Spiegel habe ich natürlich, weil ich so cool bin. Nee. Die Level 160 habt ihr den einfach schon. Oh, da können wir heute noch was ins Klo schmeißen. Und das wird dann wahrscheinlich diese Waffe sein. Dorfwaffe. Hoffen, dass was Gutes für den Krieger rauskommt. Ich kann mich auch mal meinen. Hier meine Minions zeigen, den barbarischen Bertram. Ist erst 158. Die anderen müssten auch noch 56 sein. Und hier eigentlich ziemlich gute Ausrüstung, würde ich jetzt mal behaupten. Pass auf. Hier, Helm und so und Rüstung und so, weil alle Attribute ist nicht. Und da, das ist mein Kind, um das ich mir Sorgen mache, der oben mit Glück, oh, schrecklicher Helm. Die Handschuhe, oh, grausam. Das einzige Gute ist der Zauberstab, der jetzt mittlerweile auch schon veraltet ist. Das geht gar nicht. Das ist gut, das habe ich mir erst neu zugelegt. Und dann noch Glück 307. Dann schmeißen wir heute jetzt einfach mal. Ja. Schmeißen wir hier einfach mal die Kill-O-Matik rein. Ja! Ausgezeichnet. Gefällt mir schon um einiges besser. Kann man das hier so auswechseln? Da ist schon ein großer Unterschied. Vor allem von der Spanne her haben wir gleich mal viel mehr. Ja.
Spannung und so, sehr, sehr wichtig. Und dann schauen wir wieder auf Server 27 und machen da einfach noch ein bisschen Alu durch, damit die nicht gewastet ist. Hier haben wir ja noch 50 Mount. Natürlich. Aber für gescheite Tränke reicht's momentan leider nicht. Kann ja mal im Pilzdealer-Video vorbeigucken, wo wir da noch eins kriegen. Natürlich, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Komm schon. Are you fucking kidding me? Geht doch. Hier macht man es wie ein richtiger Sir. Bitch, please. Nein. Und hier sind es noch sogar ganze 8 Minuten gegen Scheiß Mount. Da hätten wir davor noch mal kurz im Dungeon vorbeigucken können. So von der Theorie her. Hier läuft das scheiß Video mit. Oh. Was war denn das gerade? Das ist ja mal abartig. Hat der eine Hund da gerade den anderen richtig mega nahe penetriert? Sowas zeigt man nicht in der Welt. Kommt schon, Leute. Und hier sind wir in der schwarzen Legion, wo auch der Zuschauer-LP ist. Und so, ja, bin ich ganz voll stolz drauf und so. Und das, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, slap the green button like a hot ass. Bis zum nächsten Mal, Leute. Emerald. Ciao.